Mein Name ist Seven A. Lee. Ich bin Autorin und ich komme aus dem Zürcher Unterland. Aus Dielsdorf, genauer gesagt. Für die, die es noch nicht gemerkt haben, wer verkörperst du genau? Ich verkörpere eine Figur bzw. ein Volk aus meinen Büchern, die Windreiter, die eine Mischung aus mongolischer Reiterkultur haben und aber auch Spezialeinheiten, die so ein bisschen Ninja-Techniken noch ererbt haben oder vererbt haben. Also zum Beispiel auch die Wände hochklettern oder Attentäter aus dem Dunkeln, ganz genau. Ist das deine erste Convention jetzt in dieser Hinsicht? Oder? Es ist nicht die erste Convention, ich bin sonst einmal an der Fantasy Basel oder an der Unicorn. Aber das ist meine erste Gameshow. Ich bin eingeladen worden als Gast an den Stand. Sehr schön, sehr schön. Jetzt schnell zu deinen Büchern. Was erzählst du über das Blaue vielleicht? Was, erzähl uns ein bisschen darüber. Was ist das genau? Was hat sich auf sich mit dem? Das ist, sind der erste und der zweite Teil von meiner Reihe «Die Chroniken der drei Kriege», die jetzt dann neu aufgelegt wird vom Verlag. Und es geht so ein bisschen darum, natürlich, wie der Name sagt, drei verschiedene Kriege. Das ist der Krieg zwischen den Menschen. Ein Kontinent, der Kontinent Paradon, der am Auseinandergehen ist. Und wo dann ein Land, wo eben die Kultur dazugehört, anfängt, die anderen Länder annektieren. Und dann geht es darum, um den Verteidigungskampf und um die Frage, ja, wer ist schlussendlich wirklich gut und wer ist wirklich böse. Wem kann man vertrauen? Und existieren so die angeblich ausgestorbenen Dämonen und magischen Wesen, existieren die noch oder nicht? Okay, klingt schon mal sehr interessant. Und wenn jetzt uns liebe Zuschauer sagen, mal, das ist etwas, interessiert mich, wo kommen so etwas über? Du kommst die Bücher überall ganz normal im Buchhandel über. Der Verlag vertreibt sie über das Schweizer Buchzentrum. Also im Orel Füssli, Ex Libris, überall. Auch die kleinen Buchhändler bestellen sie. Oder sie sind zum Beispiel auch im Lüthi, Balmer, im Glatt hat sie. Orel Füssli hat sie in den Filialen. Gibt es überall, auch als E-Book. Okay, super. Und jetzt gehen wir noch ein bisschen auf die Messe. Was ist dein Highlight von der Messe bis jetzt? Das ist schwer zu sagen. Es hat unglaublich viele coole Leute mit sehr vielen coolen Cosplays. Die Leute sind sehr offen, sehr neugierig. Wir werden auch die ganze Zeit gefüttert und gefilmt. Also es ist sehr, sehr cool bis jetzt. Okay, klingt sehr gut. Hoffentlich sehen wir uns nächstes Jahr wieder. Ja, das hoffe ich auch. Vielleicht schon mit dem dritten und vierten Teil, wer weiß. Das sollte so sein. Ja, die sollten in den nächsten drei Monaten rauskommen. Perfekt, das hören wir gerne. Dann danke dir vielmals. Merci vielmals euch. Gute Zeit noch auf der Messe. Danke vielmals, gleichfalls. Danke.